Hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch über einen Begriff aufklären, der oftmals ziemliche Verwirrung stiftet. Und zwar spricht der Sokrates immer wieder von seinem Daimonion. Manche übersetzen das im Deutschen seinem Dämon. Dies ist ja keine korrekte Übersetzung, zumindest sowieso nicht, was wir unter Dämon verstehen, sondern wenn Sokrates von seinem Daimonion spricht, dann meint er damit etwas Göttliches, etwas, was vom Göttlichen kommt. Die Griechen würden ein Daimonion so definieren, irgendwo zwischen der göttlichen und der menschlichen Sphäre. Also vielleicht wie heute sowas mit Engel oder so, würde das vielleicht so bezeichnen. Auch war Daimonion so etwas wie ein Schicksalsengel oder eine Personifizierung des eigenen Schicksals, eine Schicksalsstimme. Und davon sprach immer Sokrates. Und er sagt ja über sein Daimonion, dieses Daimonion, diese innere Stimme, dieser persönliche Schicksalswesen, rät ihm immer von etwas ab, aber nie zu etwas zu. Es warnt ihn vor schlechten, bösen Dingen, die nicht gut sind zu tun, aber es rät nicht zu irgendetwas hinzu. Und er hat auf diese Stimme immer gehört, sagte Sokrates, und hat diese Dinge nie getan, von denen ihm sein Daimonion abgeraten hat. Auch wieder alle Wahrscheinlichkeit oder menschliche Vernunft. Und er stelle sein Daimonion auch über die Götter. Das hat ihm den Vorwurf eingebracht, einen neuen Gott einführen zu wollen, damals. Dieser letzte Aspekt weist darauf etwas hin, was für Sokrates typisch ist, soweit wir den historischen Sokrates überhaupt definieren und festmachen können. Er hat immer etwas Besonderes, etwas Eigenartiges eingeführt. Manche sagen, dieses Daimonion wäre so etwas wie die Stimme des Gewissens. Manche setzen im Daimonion den Beginn des persönlichen Gewissens. Wobei Gewissen natürlich auch wieder ein sehr christlicher Denkansatz ist. Da muss man immer etwas aufpassen, auf die antike christliche Denkschemata anzuwenden. Aber es sei zumindest mal gesagt, dass viele das Daimonion von Sokrates als Beginn des persönlichen Gewissens sehen. Dass man so etwas annimmt und sich so etwas bekennt. Das ganz kurz zu Sokrates Daimonion. Natürlich gibt es zu Sokrates unendlich viel mehr zu sagen, aber dazu dann in weiteren Videos. Wenn ihr Fragen habt zum Daimonion, einfach wieder reinschreiben in den Kommentarbereich des Videos. Ansonsten bleibt dran, wie immer, bis zum nächsten Mal.